liebe Zuschauer, herzlich willkommen in der Sendung Deutschlands Unternehmer. Herzlich willkommen, Michael Thalay, Geschäftsführer der Mediengruppe Thüringen. Schönen guten Tag. Ich freue mich wirklich, dass Sie da sind. Wir sind ja gewissermaßen Kollegen. Ja. Und befinden uns auch mit Sitz beide im Freistaat Thüringen. Ja, ich bin neugierig auf Sie als Mensch, auf das, was Sie machen. Und ich würde sagen, wir beginnen ganz vorne. Wo sind Sie geboren? In Bochum. Im wunderschönen Bochum, wo die Sonne verstaubt, wenn man Herrn Grüne mal zitiert. Dann gehören Sie wahrscheinlich zu den Menschen, die es überhaupt nicht mögen, wenn man Bochum sagt, oder? Wenn Sie das einmal ernsthaft sagen, muss ich leider den Raum verlassen, weil jeder, der glaubt, er möchte sprechen wie ein Ruhrpott-Deutscher, der sagt Bochum und outet sich damit als jemand, der keine Ahnung hat. Sie könnten ihn nicht verlassen. Ich habe Sie hier unten angefesselt. Okay. So. Ich habe gehört, Sie wollten eigentlich mal was ganz, ganz, ganz anderes werden. In der frühen Kindheit gab es einen Wunsch. Kommen Sie noch drauf? Es war nicht Journalist. Ich frage mich, woher Sie das wissen, aber ja, das stimmt. Ich wollte mal Zahnarzt werden, ganz am Anfang. Das ist lange her. Kollegin, Journalistin. Okay. So, und was mich auch erfreut hat, Sie waren ein richtig erfolgreicher Schwimmer. Also richtig erfolgreich ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich war in meiner Jugend recht ambitioniert. Und ich war bei Länderwettkämpfen, bei verschiedenen Meisterschaften, habe auch ein paar Titel gewonnen. Nicht auf deutscher Ebene, aber darunter habe ich ein paar Erfolge gehabt, ja. So lange her. Wie war Ihre Kindheit so? Wie sind Sie aufgewachsen? Ich glaube, sehr beschaulich. Also ich habe meine Kindheit in Schwerte verbracht. Das ist ein Schlafvorort von Dortmund. Also viele Menschen, die in Dortmund arbeiten, die wohnen in Schwerte. Meine Eltern sind dann irgendwann, als ich glaube ich 6 Jahre alt war, nach Schwerte gezogen von Bochum. Das war so eine Mischung aus ländlich und Kleinstadt mit Blick eben auf Dortmund. Also das war, glaube ich, eine recht beschauliche Kindheit. Ja. Dann kam sozusagen das Studium. Was wurde es in dem Studium? Ich wollte ja Journalist werden, bin es dann auch geworden. Also habe ich dann Journalismus studiert. Das war ein kombinierter Studiengang in Bamberg, an der Uni Bamberg, Germanistik und Journalismus. Die Bundeswehr, haben Sie die ausgespart oder war da? Dazwischen war noch die Bundeswehr, das ist richtig. Ich war in Schleswig-Holstein, habe meine 15 Monate Bundeswehrzeit hinter mich gebracht und war da im Wesentlichen Lkw-Fahrer. Also es war etwas, was ich von der Bundeswehr mitgenommen habe, den Lkw-Führerschein. Wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, dass ich mal jemanden getroffen habe, der gesagt hat, das, was dieser Herr damals noch Kleppke gemacht hat, der Geburtsname, das haben wir auch noch nicht erlebt. Er hat uns 60 Seiten geschrieben. Wozu? Ja, also ich habe mal 60 Seiten dazu geschrieben, dass ich nicht mehr zur Bundeswehr wollte, weil nach meiner Bundeswehrzeit habe ich verweigert. Also ich fand die Zeit wirklich sehr unangenehm, abgesehen vom Lkw-Führerschein, dass ich einfach nicht mehr hin wollte. Und die Begründung, die man schriftlich einreichen muss, die ist bei mir etwas umfangreicher geworden. Das waren dann 60 Seiten, ja. War aber erfolgreich. Ich habe das so ein bisschen auch in Kombination so mit den verschiedenen Lebensstationen von Ihnen so gedeutet, wenn der Mann was will, dann ist da auch Schmackes drauf. Für mich kann man es auch ruhiger angehen, so vielleicht zusammenfassen. Ja, manchmal kam das hin, das stimmt schon. Ich möchte gerne mal so durch die verschiedenen Stationen, die man auch gut an Orten festmachen kann, weil mir ist so ein bisschen aufgefallen, also ich habe jetzt auch schon ein paar hundert Sendungen gemacht mit Führungskräften. Oftmals sagt jemand so eine Planung, ich mache jetzt die Station, um genau zu diesem Ziel zu kommen. Oder bei anderen sind es Lebensbrüche. Bei Ihnen fand ich das so spannend, dass es so ja, wie so ein durchwachsenes Steak. Also überall, dann hat sich das so irgendwie ergeben. Ich sage jetzt mal von Hamburg, Schwerin, Frankfurt, Eschborn, Bonn, so viele Sachen. Einfach, dass wir da mal kurz chronologisch durchgehen. Vielleicht fangen wir an mit der Zeit nach dem Studium. Was wurde es dann? Das ist ein bisschen kompliziert, weil dazu gehört eine Zeit während des Studiums. Ich habe mein Studium unterbrochen. Ich musste Praktika machen und eins wollte ich bei einer Nachrichtenagentur machen. Und ich habe das dann beim Allgemeinen Deutschen Nachrichtendienst in Ost-Berlin machen dürfen, direkt nach der Wende. Also die damalige staatliche Nachrichtenagentur der DDR. Da habe ich ein Praktikum gemacht, habe denen anschließend angeboten, freier Mitarbeiter im Bereich Bamberg, Nordbayern zu werden. Und die haben mir dann irgendwann angeboten, als Korrespondent nach Bonn zu gehen, also als festangestellter Mitarbeiter, journalistischer Mitarbeiter. Da ich eigentlich damit gerechnet habe, irgendwann mal als Lokaljournalist mein Leben zu beenden, war das natürlich
eine gigantische Herausforderung, als ich glaube 24-Jähriger als Korrespondent nach Bonn für eine Nachrichtenagentur zu gehen. Das war 1991, also unmittelbar nach der deutschen Wiedervereinigung. Das ganze Thema Wiedervereinigung, neue Bundesländer war natürlich das große Thema zu der Zeit. Bundeskanzler Helmut Kohl und. Und ich war mitten in diesem Geschehen drin, als, wie gesagt, 24-Jähriger, der noch kein Volontariat hatte und kein abgeschlossenes Studium. Das war schon faszinierend. Und das war eigentlich der Beginn meiner beruflichen Laufbahn. Ich versuche mich gerade so ein bisschen in die Zeit reinzufühlen. Da wurden ja wirklich noch Fragen gestellt, die so heute überhaupt nicht mehr gestellt werden. Da war diese Ost-West war einfach ja. Das Thema. Sie waren ja dann, wie man damals so schön sagte, der Wessi. Mhm. Wurden Sie auch immer so wahrgenommen oder hat man Sie auch mal verwechselt? Dass man sagt, das ist auch hier Ossi. Also diese Themen waren einfach ganz präsent in der Zeit. Also definitiv. Also ich war in der Tat der erste Wessi bei ADN nach 40 Jahren DDR-Vergangenheit. Also ich habe zusammen mit 5 ostdeutschen Kollegen in Bonn dann gearbeitet als Korrespondent. Das war wirklich ein angenehmes Arbeiten mit den Kollegen. Mit denen habe ich zum Teil heute noch Kontakt. Das Interessante war, ich war dann für Themen zuständig, die die ostdeutschen Kollegen nicht angehen wollten aus historischen Gründen. Also zum Beispiel? Zum Beispiel haben wir die Parteien aufgeteilt untereinander. Also wir waren 6 Leute und es waren so und so viele Parteien und die einen haben CDU gemacht, die anderen die SPD und ich habe dann die PDS gemacht. Weil da haben sich die ostdeutschen Kollegen zu dem Zeitpunkt nicht dran getraut, weil natürlich die Verbindung ziemlich offensichtlich war. Dann habe ich darüber berichtet, habe mit denen Interviews geführt, mit den PDS-Politikern, mit Herrn Gysi zum Beispiel immer mal wieder. Das hat mir dann bei CDU und CSU-Politikern in Bonn den Ruf eingetragen, dass man bei mir ja noch anmerkt, dass ich das Rote Kloster in Leipzig, die Ausbildung dort genossen habe, was ja nicht stimmte. Ich war ja Wessi. Aber das war eine sehr interessante Situation. Bonn, wie ging es dann weiter von der Station? Ja, es bleibt kompliziert. Die Nachrichtenagentur ADN wurde privatisiert von der damaligen Treuhand und verkauft an DDP, auch eine deutsche Nachrichtenagentur. Die saßen selbst in Bonn, deswegen brauchten die mich nicht mehr in Bonn, sondern die haben mich nach Erfurt geschickt. Und dann habe ich 1992 in Erfurt als Landtagskorrespondent angefangen. Ist aber nicht so, dass Sie da blieben, sondern dann ging es nochmal wirklich in die große, weite Welt raus. Das ist richtig. Also Stationen wie Hamburg. Vielleicht Schwerin, da würde ich jetzt mal kurz so einen Merker setzen wollen. Da hatten Sie ja auch die Handynummer von Angela Merkel. Sie war aber noch in einer anderen Rolle da und Sie auch in einer ganz anderen Rolle. Was war das für eine Zeit? Also zunächst stimmt das, wobei ich den Eindruck vermeiden möchte, dass ich guter Freund mit Angela Merkel wäre. Das stimmt leider nicht. Wenn ein Journalist nicht von Frau Merkel in ihrer damaligen Position die Nummer gehabt hätte, wäre es ja kein guter Journalist. Also ich war zu dem Zeitpunkt Landesdienstleiter dieser Nachrichtenagentur. Ich war also für den gesamten Bereich Mecklenburg-Vorpommern und alle Mitarbeiter dort verantwortlich. Es gab zu dem Zeitpunkt, das war 1995, 96, eine große Koalition von CDU und SPD in Mecklenburg-Vorpommern. Und die Landeschefin der CDU zu dem Zeitpunkt war Frau Merkel. Und der Chef der Staatskanzlei war Herr de Maizière. Beide sind ja heute noch auf bundespolitischer Ebene durchaus bekannt. Und ich hatte mit denen natürlich viel zu tun. Also deswegen hatte ich auch die Handynummer von Frau Merkel. Ich glaube nicht, dass sie sich an mich erinnert, aber ich erinnere mich natürlich ganz gut an sie damals. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht langweilig war aus journalistischer Sicht. Also gerade so ein bisschen so rappeln an den verschiedenen Seiten. In der Tat, ja. Wie gesagt, es gab eine große Koalition, CDU, SPD, das war, glaube ich, damals recht neu auf Landesebene, vor allem auch in den neuen Ländern. Mhm. Und die beiden Parteien konnten überhaupt nicht miteinander, also die haben sich wirklich gehasst. Und als Journalist war das wirklich ein lustiges Spiel, diese beiden Parteien und Fraktionen gegeneinander aufzubringen. Man hat also morgens die CDU angerufen, irgendein Thema gefragt, dann hat man die SPD angerufen und gesagt, wisst ihr eigentlich, was euer Koalitionspartner gerade gesagt hat? Große Aufregung. Dann habe ich wieder die CDU angerufen und das gleiche Spiel nochmal gemacht. Also man hat mir mal irgendwann vorgeworfen, ich habe daran gearbeitet, diese Koalition auseinanderzukriegen. Aber das finde ich als eher kein Vorwurf, sondern eher ein Kompliment an einen Journalisten. Das heißt Stratege. Ja? Weiß ich nicht. Doch. Vielleicht ein bisschen übertrieben. So, jetzt geht's weiter. Sie sind ja heute an der Spitze der Mediengruppe, aber nicht nur aus Ihrer journalistischen Erfahrung, sondern die Erfahrung wurde ja spätestens jetzt in den Lebensstationen auch angereichert mit anderen Dingen. Ich sage es mal mit Vertrieb, Führung von Menschen. Jetzt wurde es ein bisschen anders an der Börse, Frankfurt. Und dann ging es auch gleich weiter. Ja, da noch mal kurz so reingeguckt. Ja, ganz kurz geschildert. Also ich bin dann von dieser Nachrichtenagentur, für die ich in
in Schwerin gearbeitet habe, nach Frankfurt geschickt worden, weil die wollten an diesem Börsenboom teilhaben. Da ging die Telekom an die Börse, dann der neue Markt wurde gegründet und man wollte einfach das journalistisch auch abdecken. Dann hat man mich als Chefredakteur nach Frankfurt versetzt. Ich habe versucht, diesen Börsendienst aufzubauen. Das hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt, vor allem weil der finanzielle Background der Agentur nicht so war, wie er hätte sein müssen. Ich habe dann das Haus verlassen, bin dann zu einer anderen Nachrichtenagentur, die nannte sich VWD, Vereinigte Wirtschaftsdienste, sitzt in der Nähe von Frankfurt in Eschborn. Da war ich erst stellvertretender Chefredakteur und bin dann in den kaufmännischen Teil langsam übergewechselt. Also ich habe erst das Produktmanagement gemacht, später wurde ich dann Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft von VWD. Und da war ich zum ersten Mal weg vom Journalismus und in einer unternehmerischen Verantwortung. Das war so um das Jahr 2001 ungefähr herum, fing das an. Produktmanagement heißt ja auch, war damals auch fing diese Diskussion an, was ist Journalismus? Also Journalismus, auf deiner Seite musst du es finanzieren, musst verkaufen. Mhm. Und wie kann man da sozusagen eine Schnittstelle auch herstellen, ohne dass das ein Einheitsbrei wird? Ja. Also war natürlich auch eine sehr reizvolle Aufgabe. Ja. Also zu dem Zeitpunkt war es in der Tat so, dass es gab eine Redaktion, die hat irgendwas produziert, irgendwas geschrieben und es gab einen Vertrieb, der hat irgendwas verkauft. Mhm. Das hatte nun miteinander nichts zu tun. Und wenn man dem Kunden etwas verspricht, was die Redaktion nicht einhält, dann ist das für die vertriebliche Arbeit nicht so vorteilhaft. Und deswegen gab es dann das Produktmanagement, was ich dann übernommen hatte. Nehmen wir mal die Station auch noch mit, weil sie war ja ganze 7, 8 Jahre Vertriebsleiter. Genau, dann wurde VWD aufgekauft von Dow Jones. Man kennt Dow Jones sicherlich aus der Tagesschau, der Dow Jones Index. Das macht Dow Jones auch, aber an sich ist es erstmal ein sehr großer amerikanischer Verlag. Gehört inzwischen Rupert Murdoch und seiner News Corp, also ein riesiger Medienkonzern. Und die haben mich dann gefragt, ob ich weiter Journalismus machen möchte, also meine journalistische Karriere fortsetzen möchte oder eben in der anderen Richtung tätig werden möchte. Und ich habe mich dann gegen den Journalismus entschieden und für die kaufmännische Seite. Und dann wurde ich Vertriebsleiter für Dow Jones, für den deutschsprachigen Bereich und für Osteuropa plus die Türkei. So, und jetzt nähern wir uns langsam der Stelle. Wir sind ganz nah dran. Es ist immer meine Lieblingsstelle gewesen in den Talks. Dieses Telefon, dann kam der Anruf, dann kam der Headhunter. Ja, und irgendwann haben Sie auch einen Anruf gekriegt. Ja, also ich wurde dann erstmal vom Vertriebsleiter erstmal zum Geschäftsführer von Dow Jones, weil der damalige Geschäftsführer das Haus verlassen hat. Ich muss dazu sagen, das ist vielleicht eine relevante Information, dass ich privat schon seit 2001 in Erfurt gelebt habe, weil ich hier meine Frau kennengelernt habe, Kinder und so weiter bekommen habe. Nur ich hatte nie die Hoffnung, dass ich mal beruflich in Erfurt unterkomme, weil die Medienlandschaft in Erfurt ist, das müssen wir, glaube ich, beide feststellen, eher überschaubar. Aber dann passierte quasi ein Wunder, sondern ich habe tatsächlich eben in Frankfurt einen Anruf bekommen von einem Headhunter, der mich fragte, ob ich Verlagsleiter für die Thüringer Allgemeine werden wollte. Der wusste gar nicht, dass ich in Erfurt wohne und ich habe erst gedacht, der möchte mich veräppeln. Da macht sich einer einen Spaß. Das war aber nicht so, der meinte das ernst. Und es war privat natürlich, muss man so sagen, Sechser im Lotto, weil ich jetzt die berufliche Station mit der privaten verbinden konnte. Aber ich muss auch sagen, ich war 10 Jahre bei Dow Jones in verschiedenen Rollen und dann ist auch mal gut. Also dann möchte man auch was anderes kennenlernen. Ich wollte in der Medienbranche bleiben, aber das war natürlich dann wirklich in jeder Hinsicht eine hervorragende Gelegenheit. So, und dann hat es auch gar nicht so lange gedauert, als Frau Scholz weg war an der Spitze, dann kamen Sie. Ja, auch da muss man sagen, das war nicht wirklich geplant von mir. Ich wurde als Verlagsleiter für die Thüringer Allgemeine eingestellt von Frau Scholz, der damaligen Geschäftsführerin. Der Konzern, der Funke-Konzern, hat dann entschieden, dass man sich von Frau Scholz getrennt hat. Dann kam der Herr Lange aus Magdeburg, der ja in Magdeburg 20 Jahre Geschäftsführer war. Der wurde quasi interimsweise als Geschäftsführer hier in Erfurt eingesetzt für die Mediengruppe. Mit dem klaren Auftrag, einen dauerhaften Nachfolger für sich zu finden. Und er hat mich dann wenige Monate später, 2, 3 Monate später angesprochen, ob ich das nicht sein möchte. Das hat mich natürlich sehr gefreut, auch natürlich sehr überrascht. Und jetzt bin ich seit Juni letzten Jahres in der Geschäftsführung der Mediengruppe. So. Jetzt sind wir durch. Nein, jetzt fangen wir gerade erst an. Okay. Das war jetzt ein spannender Abriss. Sie haben meine Hochachtung. Also ich mag so Wege sehr, die sich immer mehr anreichern. Wie wirklich so ein Bach am Anfang und nachher ist man dann so als Meer. Jetzt lege ich mal meinen Zettel weg. Jetzt gucken wir uns mal tief in die Augen. Mhm. Und jetzt machen wir mal die Kür.
Bin gespannt. Ja, wir sind ja gewissermaßen, ich habe es eingangs schon gesagt, Kollegen. Sie sind jetzt an der Spitze der Mediengruppe, der größte in dieser Art. Jetzt erleben wir ja alle sehr nah, ich mache mal kurz eine Einführung, dass der Medienmarkt sich wirklich extrem verändert, gewandelt hat. Jeder ist suchend, hat Fragezeichen, ist auch ein bisschen Verdrängungswettbewerb. Es werden ganz neue, ich sag mal, Felder in den Fokus genommen, bewegtes Bild. Ja, es gibt die neuen Kanäle, sei es jetzt Facebook, sonst irgendwas. Jetzt kommen Sie aus dieser Geschichte, diesem Leben, was Sie gemacht haben, und stehen jetzt da. Und jetzt können wir uns mal ein bisschen darüber austauschen, wo geht es eigentlich hin? Also kurzer Abriss, ja, OTZ, TA, Allgemeine Anzeiger, Sie haben Thüringen 24 jetzt gegründet, habe ich noch was vergessen, Takt gekauft. Zum Beispiel. Was ist Ihr Ziel? Also was ist Ihr Ziel auf dem Markt Thüringen? Das ist jetzt gar nicht so einfach zu beantworten. Ich weiß. Also zunächst mal glaube ich nicht, dass es einen Königsweg gibt, um aus dieser Krise, in Anführungsstrichen, dieser Zeitungsbranche herauszukommen. Das ist ja keine Situation, die in Thüringen besonders wäre. Auch in Thüringen verlieren wir seit Jahren Auflage- und Anzeigenerlöse. Aber das ist etwas, was die ganze Branche ja als Problem hat. Also alle Tageszeitungen in Deutschland sind in dieser Situation. Und nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich auf der ganzen Welt. Und deswegen, ich glaube nicht, dass es die eine Idee geben wird irgendwann mal, die uns quasi rettet. Sondern es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viele Ideen, sehr, sehr viele Ansätze. Und man muss alles versuchen. Und vielleicht von 10 Ideen und von 10 neuen Dingen, die man macht, funktionieren dann nur 2. Aber wenn die 2 wirklich funktionieren, dann könnte uns das sehr helfen. Aus meiner Sicht muss man an verschiedenen Punkten ansetzen. Das eine ist an den Produkten, an den Kernprodukten, von denen wir leben. Und wir leben von denen, die Sie gerade genannt haben, vor allem von den 3 Tageszeitungen, OTZ, TLZ und TA und vom Allgemeinen Anzeiger. Das sind die 4 Produkte, von denen die Mediengruppe in allererster Linie lebt. Welche vielleicht Ansätze oder Konzepte gibt es, weil, und das ist ja jetzt nicht nur bei Ihnen und schon gar nicht, das ist ja auch vor Ihrer Zeit, hatte dieser Prozess ja lange begonnen, vielleicht vor 10 Jahren oder so schon, dass insgesamt in Deutschland die Auflagen runtergehen. So ganz natürlich, weil immer mehr sozusagen abwandern in bewegten Bereich, ins Internet und so weiter. Wenn dieses Kernprodukt jetzt sozusagen eher auf dem, ja, weniger Auflage, was sind die Ideen, wo es dann hingeht? Also zunächst mal glaube ich daran, dass es auch in 10 Jahren und von mir aus auch in 20 Jahren noch eine gedruckte Tageszeitung geben wird. Vielleicht anders, vielleicht oder wahrscheinlich für eine kleinere Zielgruppe, aber ich glaube, es wird den Bedarf dafür weiterhin geben. Und das zeigen die ganzen Leseranalysen, die wir machen. Wir sprechen sehr viel mit unseren Lesern und ziehen daraus Schlüsse. Und es ist auch nicht überraschend, was die sagen, sondern die sagen, wenn wir über die 3 Tageszeitungen sprechen, es geht vor allem darum, zu erfahren, was im lokalen und im regionalen Umfeld passiert. Die 3 Tageszeitungen, die ich gerade genannt habe, die werden in erster Linie von unseren Lesern gekauft, damit sie erfahren, was zu Hause in ihrem Umfeld passiert und vielleicht noch in Thüringen. Lokales ist ja, ja die Königsdisziplin, deswegen, wir sind ja auch Lokalfernsehen. Bewegtes Bild ist eine Königsdisziplin, die immer mehr gerade von jüngeren Leuten genutzt wird. Hat die Mediengruppe auch Interesse, lokales Fernsehen zu machen? Da habe ich noch keine Überlegung. Ich muss gestehen, ich habe in meiner ganzen Karriere nie groß was mit Fernsehen und Rundfunk zu tun gehabt. Ich glaube, dass es wichtig wäre, dass wir als Mediengruppe, wenn wir über Anzeigenverkauf sprechen, auch die Möglichkeit haben könnten und sollten, auch Radiospots und Fernsehspots anzubieten, damit der Kunde nicht nur die gedruckte Tageszeitung also als Anzeigenkunde nutzen kann, sondern ein möglichst breiteres Portfolio. Dazu gehört vielleicht auch Radio, dazu gehört vielleicht auch Fernsehen, aber noch ein paar andere Dinge, über die wir gerade nachdenken. Aber ich muss jetzt wirklich für mich gestehen, ich verstehe jetzt von dem Geschäft Fernsehen nicht so allzu viel, um das jetzt einschätzen zu können, ob wir da jetzt zum Beispiel einsteigen. Im Moment konzentrieren wir uns darauf, unser Kerngeschäft, ich will nicht sagen zu sanieren, aber zu modernisieren. Ich glaube, wir haben, oder das Haus, der Verlag, hat lange Zeit zu wenig gemacht, um an diesen Produkten zu arbeiten. Das haben wir jetzt nachgeholt, wir haben die Strukturen verändert. Wir werden die Blätter selbst jetzt verändern, das wird im Herbst passieren, um eben viel näher an den Lesern zu sein. Und darüber hinaus, wenn ich das noch sagen darf, muss eine Mediengruppe wie wir auch darüber nachdenken, komplett neue Felder zu besetzen.
Jetzt ist ja in Thüringen die Situation, es werden ja immer weniger. Ne? Es gab jetzt mal 18 Lokalsender, jetzt sind noch 4, 5. Mhm. Dann gab es den Martin Schiffner mit den Hallos, Deutschland Today, die sind jetzt weg. Mhm. Kurz nachgefragt, der Werbemarkt, der da jetzt offen ist, ist der ein Stück zu Ihnen gekommen? Ja, das ist natürlich so. Das kann man nicht leugnen. Also ich muss da wirklich dazu sagen, also es war ein harter Wettbewerb. Ich habe das nicht selbst erlebt, weil das vor meiner Zeit war. Aber ich glaube, da geben alle, die damit zu tun hatten, einem recht, dass es ein harter Wettbewerb war. Wir freuen uns aber trotzdem nicht darüber, dass ein Unternehmer pleite geht oder dass Arbeitsplätze verloren gehen. Also das möchte ich nur mal klar sagen. Aber natürlich ist es so, dass die Werbekunden, die bisher bei dem Wettbewerber waren, dann zu uns zum großen Teil gekommen sind. Wenn Sie im Moment Prospekte in Thüringen verteilen wollen, dann ist es schwierig, an uns vorbeizukommen. Das ist natürlich eine angenehme Situation. Wie lange das so bleiben wird, weiß ich nicht einzuschätzen. Wir nutzen die natürlich, solange das so ist. Aber wir wollen nicht dabei stehen bleiben. Wir möchten nicht bei dem klassischen Geschäft nur stehen bleiben. Wir wollen das ausbauen, wir wollen das sichern, weil wir davon leben wir. Aber wir wissen halt nicht, wie es in 5 Jahren oder in 10 Jahren ist oder was eben aus der Digitalisierung wird. Deswegen solche Projekte wie Thüringen 24, wo wir eine neue Zielgruppe erreichen wollen, auch digital erreichen wollen. Deswegen die Takt, die eigentlich eine sehr gute Verlängerung unseres Ticketshops ist. Wir sind auch einer der großen Ticketverkäufer in Thüringen. Und die Takt ist eine sehr logische Verlängerung, weil ein Veranstaltungsmagazin macht Werbung für Veranstaltungen, für die wir die Tickets verkaufen. Und die Veranstalter schalten Anzeigen in einem Veranstaltungsmagazin plus Tageszeitung. Wenn ich mich jetzt mal kurz in Sie hineindenken würde, ja, so ein bisschen Empathie und ich mal den Journalismus ausblende, weil bei der ganzen Reduzierung oder Zusammenführung so ist klar, es gibt eben weniger unterschiedliche Stimmen, ja, da muss man eben gucken. Ja. So. Aber wenn ich das mal ausblende und ich würde jetzt Sie sein, was würde ich an Ihrer Stelle tun? Entgegen allen Kritiken und so würde ich wahrscheinlich versuchen, das Monopol noch mehr auszubauen. Also noch mehr sozusagen verschiedene Facetten sich damit anzureichern. Das heißt, bewegtes Bild, das, Veranstaltung, Takt, Ticket. Ist das ein Weg, wo Sie sagen, ja, unternehmerisch oder als Geschäftsführer können Sie sich den auch vorstellen? Oder sind Sie eher und sagen, oh Gott, nie sowas sagen? Mag ja in Klammern keiner hören. Nein, Monopol möchte in der Tat keiner hören, aber wir haben auch kein Monopol. Also zum einen, es gibt in Thüringen noch andere Tageszeitungen, gerade in Südthüringen gibt es eine große Gruppe, das Freie Wort, das nicht zu uns gehört. Aber wenn wir über den Werbemarkt sprechen, dann gibt es ja unheimlich viele Möglichkeiten, auch außerhalb der Mediengruppe Werbung zu betreiben. Und ich spreche jetzt gar nicht von Google. Also wenn man Google noch dazu nimmt, dann haben wir alles andere als ein Monopol in Thüringen. Weil alleine Google macht, glaube ich, 40 Millionen Umsatz mit Werbung in Thüringen, mit Thüringer Kunden ungefähr. Aber es gibt Plakatwerbung, es gibt andere Werbeformen, die wir nicht anbieten. Na gut, aber das ist jetzt nicht die Frage. Die Frage war ja, würden Sie diesen Weg so gerne gehen? Also ich glaube, dass wir den Weg gehen müssen im Anzeigenbereich zum Beispiel, dass wir unser Portfolio breiter aufstellen. Im Moment kann ein Anzeigenberater bei uns, vor allem die Tageszeitung, den Allgemeinen Anzeiger verkaufen. Dann kommt noch ein bisschen online dazu, also die Webseiten der Tageszeitung, Thüringen 24 und den Takt. Aber wir sind halt im Printumfeld. Wie gesagt, wir können kein Radio, wir können keine Fernsehspots verkaufen, wir können keine mobile Werbung verkaufen, wir können keine Plakate verkaufen etc. pp. All das fehlt uns. Ich sage nicht, dass wir jetzt von heute auf morgen überall da einsteigen, aber zumindest ist es eine lohnenswerte Überlegung, mal darüber nachzudenken, wie wir uns diversifizieren, wie man das so schön sagt, um dem Kunden nicht nur die eine Lösung für sein Problem anbieten zu können, eine Anzeige in der Tageszeitung, sondern vielleicht noch auf vielen anderen Kanälen, die seinen Bedürfnissen viel näher kommen als eben das einzelne Medium, was wir heute bedienen. Und ich glaube, daran sollten wir arbeiten, das tun wir auch. Ich will jetzt hier in diesem Sendebereich da nicht so drin rumbohren, aber das wäre trotzdem unabhängig von der Sendung ein interessantes Gespräch, einfach mal zu gucken, was ist auch zwischen den Partnern und dass man eben, wie oft angenommen, jetzt Todfeind ist, sich ja auch angucken kann und einfach auch mal gemeinsam schauen kann, okay, wo gibt es vielleicht welchen Weg. Ich möchte zum Schluss lieber wieder gerne ganz zu Ihnen kommen. Ich muss gestehen, ich lache herzhaft, wenn ich Sie bei Facebook sehe, like auch immer. Also ich finde das gut,
kann mir vorstellen, dass andere das total bekloppt finden. Sie, auf jeden Fall, ich finde sie da mutig. Also wenn man sich jetzt so ein irgendwie Rührschlägel nimmt, damit moderiert oder gar jetzt im WC ist oder ob man Pokémons jagt, wie geht es Ihnen damit? Also das ist ja, finde ich, jetzt für jemanden an der Spitze schon sehr gewagt. Das stimmt, das sagen mir auch Mitarbeiter. Also zunächst mal, das war ja auch nicht geplant, das war ja eher ein Zufall, das entstand auf einer Party, das erste Video, und wir haben dann überlegt, könnte man das nicht weitermachen, ist das nicht ganz witzig. Im Nachhinein haben wir uns eigentlich gedacht, dass das zu der neuen Strategie des Hauses passt, weil es war, glaube ich, früher so, dass die Mediengruppe sich sehr aus der Öffentlichkeit zurückgenommen hat und sich sehr ernst selbst genommen hat. Auch die Geschäftsführung hat sich manchmal ein bisschen vielleicht zu ernst genommen. Und ich mache das durchaus absichtlich, um so einen kleinen Bruch hinzubekommen und vielleicht auch das Image des Hauses ein bisschen anders darzustellen. Ich nehme mich nicht sehr ernst als Geschäftsführer im Sinne von, ich stehe nicht auf diesen Status. Also ich habe kein Problem damit, mit jedem Mitarbeiter zu jeder Zeit zu sprechen. Und ich brauche nicht die Anrede Herr Geschäftsführer, sondern ich möchte einfach, dass wir zusammen dafür sorgen, dass diese Mediengruppe auch in 5 oder 10 Jahren noch existiert. Und das ist einfach so ein kleiner Kulturbruch, den wir hinkriegen wollen. Und das ist ein kleiner Baustein. Und ich habe wirklich kein Problem damit, wenn Leute das lächerlich finden. Welche Rolle spielt dabei die große, ganz große Funke-Gruppe sozusagen, hier auch Essen? Beziehungsweise anders gefragt, Sie an der Spitze jetzt in Thüringen, welche Rolle spielt Thüringen für die Führenden in Essen? Ich glaube, eine zunehmend größere. Das hat man unter anderem daran gesehen, dass die Gesellschafter der Funke-Gruppe das erste Mal seit 25 Jahren kürzlich in Thüringen getagt haben. Daran sieht man, glaube ich, dass die Wertschätzung etwas gestiegen ist in letzter Zeit, was auch sicherlich auch mit der Arbeit von meinem Kollegen Herrn Klaus Lange zusammenhängt, der ja auch in die Geschäftsführung gekommen ist letztes Jahr. Aber generell ist es natürlich so, erstmal ist es sehr gut, dass man innerhalb eines großen Konzerns ist, weil Sie haben selbst gesagt, wie es der Branche geht, und da ist Größe wichtig. Also je größer man in der Zeitungsbranche in Deutschland ist, desto besser kann man Dinge darstellen, man kann Dinge auf den Weg bringen. Das geht bei kleinen Häusern nicht so. Wichtig ist aber, der Konzern gibt die großen Linien vor. Der sagt, wir wollen ein Verlagshaus bleiben, wir wollen uns so und so aufstellen. Die regionale Marktbearbeitung, also ich verkaufe eine Anzeige an einen Anzeigenkunden, ich verkaufe ein Abo hier und die Redaktion berichtet über Thüringen, das geht nicht in Essen. Da ist klar, das geht nur an den jeweiligen Standorten in Thüringen oder in Hamburg oder in Braunschweig oder wo auch immer. Ich muss gerade an dieses Computerspiel denken, ich glaube Pac-Man oder so, wo man immer die anderen frisst. Ist sowas zum Beispiel auch eine Strategie? Also dass jetzt meinetwegen man sagt, okay, Mitbewerber versuchen einzuvernehmen. Ich sitze hier nicht als Funke-Pressesprecher, aber es ist natürlich offensichtlich, dass, wie gesagt, in dieser Branche ist Größe entscheidend. Und je größer man wird in Deutschland, desto besser kann man, glaube ich, Synergien heben und am Ende überleben und wachsen. Funke ist eines der wenigen Medienhäuser, was wächst in der Summe. Und das geht natürlich auch unter anderem durch Zukäufe. Also Funke hat ja vor einiger Zeit die beiden Zeitungen in Hamburg, Hamburger Abendblatt, und in Berlin, Berliner Morgenpost, übernommen. Ich gehe davon aus, ohne jetzt Details zu kennen, dass das nicht die letzten Zukäufe sind. Ich erlebe Sie so die wenigen Male jetzt als Mensch, muss ich sagen, sehr authentisch. Sogar eine gewisse Form der Sympathie. Ist das etwas, wo Sie sagen, ich habe Rückgrat und mache das so, wie ich das als Mensch an der Spitze jetzt hier in Thüringen Dinge auch machen möchte? Oder muss man zwangsläufig sich irgendwann auch so starken Strukturen fügen? Wenn jemand sagt, du machst jetzt das und das und das, oder können Sie da relativ frei auch schon? Also jeder hat natürlich einen Chef, ich habe auch einen Chef. Und natürlich muss man sich, also entweder ich arbeite bei Funke und dann trage ich die Strategie mit, oder ich überlege mir halt, dass es nicht meine Strategie ist und dann sollte ich vielleicht nicht bei einem Haus wie Funke oder Springer oder Burda oder sonst wem arbeiten. Also ich glaube, das ist eine Voraussetzung, das habe ich auch immer so getan. Also entweder ich arbeite für jemanden, dann bin ich loyal, oder ich trage die Strategie nicht mit und dann verlasse ich das Haus. Ich habe mich dafür entschieden, hier zu arbeiten. Ich habe das sehr gerne gemacht und ich habe mich dafür entschieden, für Funke zu arbeiten.
Ich versuche authentisch zu sein in jeder Hinsicht. Also sowohl, Sie sprachen die Facebook-Videos an, ich nehme mich nicht so ernst. Ich nehme schon meine Arbeit ernst, aber ich nehme meinen Status nicht ernst. In dem Sinne, dass ich von anderen Leuten erwarte, dass sie mich wegen meines Status oder wegen meines Titels irgendwie bewundern oder sonst was. Sondern das sollen sie vielleicht tun, weil ich gute Arbeit leiste oder weil wir zusammen das, wie gesagt, die Mediengruppe gut aufstellen. Aber insofern bin ich da, glaube ich, schon authentisch. Also ich bin da so, wie ich halt bin. Also ich verstell mich nicht, wenn das die Frage ist. Wissen, was mich wirklich freut, also richtig freut, ich habe ja vor 12 Jahren das Fernsehen auch gegründet. Mhm. Und in Weimar damals, wir waren noch ganz klein, und da hat sich auch Theater eingeladen, da war eigentlich so schon die Geburt der Kampfansage. Mhm. Man geht nicht zu dem anderen. Und ich glaube, Sie sind in der gesamten Geschichte von Seibel TV in den 12 Jahren der allererste, der hier bei uns im Studio ist. Und ich deute das jetzt einfach mal als ein Zeichen. Bin Ihnen dafür dankbar. Also ich finde das wirklich großartig. Und wie gesagt, menschlich, das, was ich sehe und auch was Sie gemacht haben, finde ich absolut spannend. Vielleicht zum Schluss noch eine persönliche Frage. Bei dem vollen Pensum, was Sie alles machen, wo nehmen Sie die Kraft her? Also, dass Sie einfach sagen, ich schaffe auch mal so einen Tag mit 14 Stunden. Oder mit Interviews bei Ihnen. Oder Sie gehen auch die Treppe hoch und gehen ja. Da jetzt mal rein in dieses Fernsehstudio. Naja, die übliche Antwort, die jetzt wahrscheinlich jeder sagt, ich schöpfe Kraft aus meiner Familie, das ist sicherlich bei mir auch so, aber ich muss dazu sagen, ich mache die Unterscheidung zwischen Berufsleben und Privatleben gar nicht mehr so richtig. Also ich muss sagen, ich liebe diesen Job. Nicht, also lieben sowieso, aber ich lebe diesen Job insofern, dass ich, also meine Frau begleitet mich oft auf solchen Veranstaltungen, weil die das auch sehr spannend findet, wichtige Leute kennenzulernen oder sich mit Dingen zu beschäftigen, mit denen man sich sonst nicht beschäftigt. Also ich gehe gerne auch auf Abendveranstaltungen. Ich repräsentiere gerne die Mediengruppe, weil ich eben hinter dem Haus und hinter der Politik stehe. Ja, und weil man natürlich einfach Gestaltungsspielraum hat. Also wenn man in einem Beruf tätig ist, den man mal irgendwann gelernt hat und in einer Branche tätig ist, mit der man oder in der man sich, glaube ich, ganz gut auskennt. Und wenn man da die Möglichkeit hat, zu gestalten, selbst Entscheidungen zu treffen und einen Weg zu gehen, den man selbst für richtig findet und dann auch ein Team hat, auf Führungsebene, aber auch alle Mitarbeiter darunter, die das, glaube ich, mitgehen wollen. Was will ich denn noch mehr? Und ich lebe da, wo ich sowieso wohne. Das ist ja, war ja lange Zeit nicht so. Also finde ich auch, in Ihrer Vita ist das doch der Sechser gewesen im Lotto, oder? In der Tat, ja. Dieser Anruf. Wie gesagt, 10 Jahre Frankfurt mit dem Zug jedes Wochenende hin und her gefahren, das ist irgendwann belastend. Und ich kenne jede Geschichte der Deutschen Bahn, die habe ich selbst erlebt. Also insofern war es wirklich ein schönes Erlebnis und eine schöne Situation, dann da zu wohnen, wo ich dann auch arbeite. So, ich glaube, wir haben jetzt erstmal alles gesagt. Sie müssen noch weiter. Trotzdem nochmal danke und danke, dass Sie hier waren. Ja, liebe Zuschauer, wir verabschieden uns und danken Ihnen natürlich fürs Zuschauen. Tschüss.